Und der letzte Satz, womit ich die letzte Schelle jetzt kriege: Ihr seid perfekt, so wie ihr seid, ihr braucht gar nichts. Und das ist halt wirklich so. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um meine aktuelle Skin-Routine. Es ist gerade ein bisschen später, deswegen bin ich wieder ruhiger drauf als sonst. Natürlich mein Bear-Skin gerade. Ich habe schon geprimed und zwar tatsächlich mit Rosenwasser, was ich in letzter Zeit gerne verwende. Ich will hier keine Marke empfehlen, aber das ist das, was ich zurzeit benutze. Von Gülşah kriegt ihr in türkischen Läden bzw. online aus der Türkei. Eine Sache, die ich mal wieder anhängen will, und zwar, ich schminke mich nicht jeden Tag und nicht jeden Tag gleich. Ich mache natürlich hier alle Schritte, die ich sonst machen würde. Allerdings gibt es auch Tage, wo ich einige Schritte überspringe oder einfach nur einzelne Sachen davon mache. Ich denke, es ist aber trotzdem fair, alles hier zu beinhalten. Der nächste Schritt wäre natürlich richtiges Primen. Ich benutze entweder eine Tagespflege, ansonsten benutze ich einfach Primer, die ich immer zu Hause da habe. Der, zu dem ich ständig greife, ist der von Essence Fresh and Fit Awake Primer. Ist mein liebster Primer, hat so leichte Perlen drin. Der andere Primer, den ich verwende, der ist der Prime and Fine Primer von Catrice. Der ist jetzt nicht der krasseste, aber es ist halt so ein Multifunktionsprimer. Primer zusammen zu mischen würde ich generell nicht empfehlen, allerdings haben beide ähnliche Inhaltsstoffe und ähnliche Eigenschaften, deswegen ist es jetzt nicht so, als würde ich einen Water-Based Primer mit einem Oil-Based Primer schichten. Ein Primer muss natürlich immer eine gewisse Zeit einwirken, hängt natürlich immer davon ab, meistens steht es auf dem Produkt drauf. Ich würde generell immer so sagen, so 2 bis 5 Minuten müsst ihr schon warten, je nachdem wie ihr Zeit habt. Kommen wir zu einem relativ neueren Produkt, und zwar hat Alverdes Covering und Contouring Sticks rausgebracht. Das ist die dunklere Farbe zum Konturieren. Gibt natürlich nicht die größte Farbauswahl, allerdings ist es im Gegensatz zu vielen anderen Drogerieprodukten die kühlste Farbe, die ich finden könnte. So, ich habe es mal ein bisschen auf der Hand ausgeblendet, um euch zu zeigen. Man kann es auf jeden Fall schichten und sehr gut aufbauen und es wird nicht fleckig. Und zu der Textur, es ist wirklich eine sehr leichte Textur, die man im Laufe des Tages vergisst. Trage ich das erstmal schon mal auf, wie man sehen kann. Da müsst ihr auch keine Angst haben, wenn ihr Reverse Contouring macht, weil man sozusagen das Produkt immer ausblenden kann. Ich nehme dazu so einen Domed Blending Brush, so einen größeren, und tupfe das sozusagen in die Haut ein. Und wie man sofort erkennen kann, es blendet sich in so einem natürlichen Schatten aus. Und das ist das, was man von der Kontur auf jeden Fall haben möchte. Für die Nase nehme ich einfach so diesen flachen Blender, eine Seite davon. Und wie man erkennen kann, die Nase sieht schmaler aus, obwohl man, wenn man seitlich reinguckt und wenn man frontal in die sozusagen Kamera guckt, man sieht diesen Streifen nicht. Und das liebe ich an diesem Produkt. Es ist ein sehr subtiler Look, falls ihr versteht, was ich meine. Die nächste Sache, die immer sehr schnell daneben gehen kann, und zwar ist das Bronzing. Ich liebe die Textur von den L'Oreal Concealern, die Perfect Match Reihe. Sieht sehr natürlich aus, richtig glowig und ist perfekt für Sommer, weil es so eine Textur ist, die man einfach vergisst im Laufe des Tages. Wenn man sie gut settet, creased sie nicht. Ich versuche da wirklich nicht zu viel aufzutragen, denn wie man sehen kann, ist es ziemlich warm. Ich gehe auch ein bisschen an die Nasenspitze, weil da die Sonne natürlich auch treffen würde und es ein bisschen erwärmen würde. Und ja, das ist halt so eine Farbe, die bringt dir halt den Urlaub nach Hause. Dazu verwende ich gerne so einen fluffigeren Pinsel, der eigentlich für Pudertexturen gedacht ist, aber ich verwende alles irgendwie anders, als es gedacht ist. Erstmal mit einer leichten Hand reingehen, denn es ist einfacher, etwas hinzufügen, als wegzunehmen. Schlimmstenfalls muss man sich von vorne schminken, hat man nicht immer Zeit dafür. Seht ihr, wie meine natürliche Haut durchkommt, und seht ihr den Glow, den ich kriege? Deswegen liebe ich dieses Produkt. Ich weiß, das ist natürlich gerade noch übertrieben, aber wie schon gesagt, wir machen Reverse Contouring, da muss man ein bisschen übertreiben. Ihr müsst euch vorstellen, jeder Mensch hat eine andere Gesichtsform, andere Konturen, und deswegen müsst ihr einfach in den Spiegel gucken und für euch selber herausfinden, was würdet ihr gerne hervorheben. Generell bei Bronzing geht es danach, wo die Sonne trifft und wo ihr gerne Wärme hättet. Deswegen gehe ich gerne an die Stirn, gerne ein bisschen an die Nasenspitze, hier ans Kinn. Kommen wir natürlich zum Concealen, und zwar verwende ich da die Farbe 2N von der Perfect Match Serie. Das ist so der Concealer, den ich manchmal einfach für sich selber verwende, weil es halt so eine Farbe ist, die mir meistens passt. Meine Farbe wäre 1,5N, existiert aber nicht. Ich gehe gerne an die Stirn, wenn meine Haut so aussieht, wie sie aussieht. Ansonsten versuche ich damit nicht viel zu concealen. Wir sind Menschen, wir haben Haut. Texturen, Hautirritationen und Pickel kann man eigentlich nicht abdecken, weil Pickel entwickeln eine andere Hauttextur und da setzt sich alles drumherum ab. Deswegen könnt ihr gerne ein bisschen drüber machen, aber ich würde dann nie zu viel machen und versuchen, irgendwie alles perfekt
zu korrigieren, weil das kann nur noch schlimmer aussehen. So als Zwischending, ich arbeite immer mit diesem Pinsel von BH Cosmetics Vegan Reihe, arbeite damit schon mal alles grob ein, damit es gleichmäßig ist, und für die Textur gehe ich halt mit einem gewaschenen Blender drüber. So, und jetzt zurück zum Thema. Ich bin halt ein bisschen in diesem Fotograf-Ding drinne. Ich mache meine Instagram-Seite, kenne mich mit Kameras ein bisschen aus mittlerweile, mit Fotoretusche. Und wir haben so krasse Tools heutzutage, und man kopiert halt seine Hauttextur über einen Pickel drüber. Und wenn ihr richtig krass Make-up drauf habt, dann sieht eure Hauttextur halt nicht so gut aus, weil man meistens halt, um Pickel abzudecken, halt in dem Bereich drumherum halt auch noch mit abdecken muss. Deswegen würde ich euch generell dazu raten, nicht zu viel mit Concealer herumzuspielen und auch mal die natürliche Haut sozusagen zu betonen. Aber ja, wie ihr sehen könnt, Pickel kommen durch, aber ich sehe viel mehr flawless. Ich sehe viel mehr flawless aus als vorhin, obwohl Pickel durchkommen, weil einfach der Rest der Haut perfekt ist. Und wenn deine Haut wirklich glowy ist und perfekt ist, die Leute achten nicht auf diese 10 Pickel oder 2 Pickel, was auch immer du hast, wenn der Rest der Haut gut aussieht. Denn wie schon gesagt, wir sind Menschen, wir haben Pickel, und es wird keiner die ganze Zeit auf deinen Pickel starren. So, in der Zeit, wo ich den Blender gesucht habe, hat sich natürlich bestimmt schon alles geschafft zu setten. Ich habe das noch nie damit gemacht, deswegen kann sein, dass ich jetzt alles zerstöre. Meistens benutze ich diese Wassersprays, denn diese Produkte, solange sie nicht gesettet sind, können sich reaktivieren. Falls ihr versteht, was ich meine, einfach ein bisschen mehr Feuchtigkeit ins Gesicht zu kriegen. Denn wir wollen das nicht zu nass machen. Die perfekte Feuchtigkeit von einem Blender ist es, ihn einmal zu waschen und dann mit einem Handtuch oder mit einem Küchentuch, je nachdem wie umweltfreundlich ihr seid, zu umwickeln und einmal nochmal auszudrücken, damit er ganz, ganz, ganz leicht feucht ist. Ich gehe jetzt einfach nochmal über alle Stellen und nehme das überschüssige Produkt ab. Sozusagen arbeite nochmal alles ein, schaffe sozusagen die smoothe Textur, die halt der Pinsel nicht schafft. Ich finde, meine Haut sieht schon ziemlich perfekt aus für die Kamera, fürs Foto und für den Alltag, ganz ehrlich auch. Trotzdem gibt es noch einen extra Step, den man machen kann, den ich gerne manchmal mache, gerade morgen früh, wenn ich sehr müde aussehe. Die 1N, der Perfect Match Concealer. Und deswegen verwende ich den gerne zum Highlighten. Ein Bereich, wo ich den gerne konzentriere, ist einmal hier. Weil hier sozusagen der Highlighter-Bereich ist. Und die halt wirklich genug Glow haben, sodass ihr keinen Flüssig-Highlighter verwenden müsst. Und ich fange mit den Stellen an, die die wenigste Deckkraft brauchen. Und direkt sieht man einen Unterschied. Und sofort arbeite ich das ein, beziehungsweise es ist ja schon eingearbeitet, ich arbeite nur noch an der Textur. So, bei mir setzen sich Concealer gerne immer ab. Egal was ich mache, ich habe meine bestimmten Falten und Stellen. Und zwar ein Produkt, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, und zwar ist es das Infallible Powder von L'Oreal. Das Puder ist durchsichtig, das könnt ihr im ganzen Gesicht verwenden. Es hält ein bisschen auf, weil es einen leichten Blaustich drin hat. Und zwar nehme ich da gerne so einen fluffigen Blender. So, ich habe hier ein bisschen mehr Produkt drauf. Und zwar gehe ich unters Auge, gucke nach oben dabei und tuffe das bisschen ein, um sicher zu stellen, dass wirklich unter den Augen gesettet wurde. Und dann gehe ich mit den Resten übers restliche Gesicht. Natürlich ist das Video jetzt ein bisschen länger und die Routine lässt sich natürlich auch komprimieren in weniger Zeit. Ich möchte euch aber trotzdem erklären, was gerade passiert. Und wie ihr aus der Ferne sehen könnt, meine Haut sieht einfach flawless aus mit kleinen Makeln. Weil unsere Haut hat halt Makel. Ich möchte das immer wieder wiederholen und in die eure Köpfe reinkriegen. Es gibt keine perfekte Haut. Wenn ihr Milliardäre seid und ihr habt das Geld, um euch 10.000 Mal operieren zu lassen, dann macht es halt. Ist mir wurscht. Aber wenn ihr keine perfekte Filter, perfekte Kamera und perfekte Ärzte habt, dann habt ihr keine perfekte Haut und eure Produkte können nur hervorheben, was ihr habt. Man kann nur immer mit der Leinwand arbeiten, die man hat. Man muss nicht perfekt aussehen. Es reicht die Illusion. Wenn ich euch gleich reinzoomen werde, werdet ihr sehen, ich habe Textur, ich bin ein Typ, ich habe mega Poren. An einigen Stellen sieht es trocken aus. Irgendwo bricht bestimmt irgendwas auf. Es passiert halt einfach. Aber die Illusion vom Weiten ist das Wichtigste. Und der letzte Satz, womit ich die letzte Schelle jetzt kriege. Ihr seid perfekt, so wie ihr seid, ihr braucht gar nichts. Und das ist halt wirklich so.
Kommen wir zum Setten. Ich benutze zum Setten verschiedene Dinge. Am liebsten benutze ich diese Wassersprays von Isana, Balea, was auch immer. Ich habe die in Maßen da zu Hause. Es gibt auch diese Version mit Gerüchen, die haben meistens noch Glycerin drin, was halt auch noch besser zum Setten ist, weil sozusagen nochmal dieses Glycerin hat. Oder ihr verwendet gleich das Rosenwasser vom Anfang des Videos, weil Rosenwasser die Haut gerne penetriert. Das heißt, das Make-up verwendet sich mit der Hand. Ich habe hier einen Streifen. Nee, das ist ein Pickel, alles gut. Und so kriegt ihr natürlich wieder den Glow zurück. Das hat sofort gewirkt, wie man sehen kann. Kommen wir zu weiteren Schritten, die man natürlich auch für den Alltag machen kann, falls man Zeit hat. Zum Beispiel, ich passe gerne meine Augenbrauen an, damit sie ein bisschen gleicher aussehen. Und zwar benutze ich dafür den Slimatic Ultra Precise Brow Pencil in Waterproof. Denn ich hasse es einfach, Blockaugenbrauen zu haben. Ich habe lieber natürliche und am liebsten diese einzelnen Striche, die ich auf Instagram mache, aber dazu hat man nicht immer Zeit. Deswegen verwende ich lieber sowas und unterstütze einfach nur meine natürlichen Augenbrauenhärchen. Ist ein bisschen wachsig, das heißt, es hilft gleich, die Härchen ein bisschen in Form zu halten. Ich bürste die gerne noch einmal durch, vorne gerne nach oben und hinten gerne zu einer Spitze zusammen. Oder eine Sache, die ihr auch machen könnt, und zwar könnt ihr auch herkömmliches Haarspray nehmen, ein bisschen ansprühen und durch die Augenbrauen führen. Nee, man muss nicht für jeden einzelnen Hautbereich ein Make-up-Produkt holen. Man kann auch Produkte benutzen, die man zu Hause hat. Wie zum Beispiel, viele machen gerne Soap Brows mit Seife. Die nächste Sache ist natürlich Mascara. Eine Mascara, die ich euch auf jeden Fall empfehlen kann und die ich immer praise, das ist die All Eyes On Me Mascara. Die funktioniert bei mir perfekt. Die gibt es in Waterproof natürlich auch, wie ihr gerade hier sehen könnt. Wenn ihr die perfekte Menge verwendet, macht es richtig schön natürliche Augenbrauen, gibt einen leichten Schwung nach oben und hilft sie oben zu halten. Fürs Video werde ich sie auftragen, aber ich kann euch jetzt schon sagen, im Alltag verwende ich keine. Ich wünschte mir natürlich, dass meine Wimpern ein bisschen dunkler wären. Da probiere ich zurzeit etwas aus, deswegen will ich nicht zu viel verraten. Ich arbeite gerne ein bisschen Produkt ab, bevor ich sie auftrage. Deswegen gehe ich gerne immer an den Rand und drehe einmal das Bürstchen herum und nehme das überschüssige Produkt ab. Manchmal nehme ich auch ein Kosmetiktuch. Oh, Deutsch ist nicht mal am Start. Nehmt da keine Wattepads, sonst habt ihr Fussel. Das habe ich auch schon mal erlebt. Kann übrigens nicht reden, wenn ich Mascara auftrage. Vor allem eine Sache, die ich erwähnen muss, das Bürstchen ist richtig anfängerfreundlich. Das erste Bürstchen, mit dem ich keine Probleme hatte von Anfang an und mich daran nicht gewöhnen musste. So, eine Sache, die mir aufgefallen ist, ich habe zwar keinen Wimpern-Curler verwende ich manchmal. Allerdings hat diese nicht so viel Schwung wie die wasserfeste Version. Allerdings, wie man von der Seite sehen kann, es gibt schon richtig schönen Schwung. Es soll hier jetzt keine First Impression werden, aber wie man sehen kann, die funktioniert eigentlich genauso. Ich habe hier ein paar Stellen, wo ich gesmudged habe. Einfach trocknen lassen, Wattepad nehmen, nee, nicht Wattepad, sondern Wattestäbchen, weggrubbeln, versucht da nicht euren Concealer wegzunehmen oder sowas. Wenn man vorsichtig ist, dann klappt es auf jeden Fall. Habe ich von einer Freundin mal empfohlen bekommen, als ich sie geschminkt habe für ihren Abiball. Und seitdem schwöre ich auf diese Mascara, auch wenn ich viele verschiedene andere habe. Das ist meine aktuelle Face-Routine in voller Länge. Ich habe natürlich auch kurze Version, meine 5 Minuten, meine 2 Minuten und meine 30 Minuten Version. Die Mascara muss noch ein bisschen trocknen. Könnt ihr gerne auch immer mit Fingern abwischen. Klappt immer sehr gut. Aber ansonsten zoome ich euch auf jeden Fall jetzt rein, um euch zu zeigen, dass das vom Nahen auf keinen Fall perfekt aussieht. Also Pickel kommen durch, bis zum geht nicht mehr. Und so wird eure Haut auch aussehen, wenn Leute von nahem und an eure Haut rangehen. Allerdings, sobald ich ein bisschen wegzoome, sieht das immer besser aus. Und wenn ihr jetzt nicht sagt, ich muss matt haben, dann traut euch ein bisschen auch glowy zu haben, weil auch allein der Schienen, wenn die Sonne trifft, halt viele Sachen verdeckt, weil es einfach überbelichtet, wie man gerade auch sehen kann. Viele Pickel erkennt man nicht mehr, weil einfach das Licht das so reflektiert, dass es nicht sichtbar ist. Denn eigentlich ist Make-up, wie schon gesagt, einfach nur Illusion. Alle Produkte verlinke ich ausnahmsweise mal in der Infobox, weil mir wirklich wichtig ist, dass ihr euch mit denen auseinandersetzen könnt. Die funktionieren für mich, wie schon gesagt, Mischhaut. Ich werde sehr ölig, habe trockene Stellen. Deswegen denke ich, dass ich viele Menschen mit diesem Video erreichen kann. Aber ja, für die Lippen verwende ich tatsächlich nur Lippenpflege. Ich habe jetzt keine bestimmten Produkte, deswegen will ich euch hier auch nichts empfehlen. Produkte können sich ändern. Vielleicht hasse ich das Alverde-Produkt in 3 Monaten. Ich hab's halt erst jetzt gekauft. Allerdings möchte ich euch jetzt schon empfehlen, weil es halt jetzt schon funktioniert und wie man sehen kann, meine Haut sieht einfach flawless aus. Mir persönlich reicht das auf jeden Fall. Und deswegen würde ich einfach sagen, wir sind am Ende des Videos angekommen und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben und in die Kommentare schreiben, was euch gefallen hat.
deutscher Sprache auf jeden Fall nicht. Ansonsten könnt ihr auch sagen, was euch nicht gefallen hat. Ich bin gerne für Kritik offen. Ansonsten habt ihr jetzt Zeit, meinen Kanal zu abonnieren und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.